Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Weiter so. Schneller! Ja! Tief durch. Sie sind weg. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Ja. Erzählen Sie mir, was die Blighters von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Ruhig, Mädchen. So ist recht. Ruhig, ruhig. Someone must do something. Thank you.
10 years younger, I'd teach them a thing or two, I would. Some manners for a start. Well, look here, you. Hier nichts zu tun. Warum verstecken Sie sich da oben? Eindringling! Da ist sie! Weiter so. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, Sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen.